So, wir stehen jetzt seit 3 Tagen hier in Badolino auf dem Campingplatz La Rocca. Zeit mal, euch den Campingplatz zu zeigen. Was schon mal festzustellen ist, ist, dass man es hier mit Jugendschutz nicht so ernst nimmt. Du hast Bier gekauft? Sehr gut. So, also wir sind hier in La Rocca, direkt in Badolino, auf dem Campingplatz, dreistehenden Campingplatz. Und als Campinganfänger haben wir uns überlegt, okay, was kann wohl Kriterium für einen guten Campingplatz sein? Und eines der Kriterien für uns war nah am See. Und das erfüllt dieser Campingplatz hervorragend, denn da ist der See. Gehen wir mal weiter. Was macht noch einen guten Campingplatz aus? Gut, da wären wahrscheinlich auch noch die Größe der Stellplätze zu nennen. Ich finde die Parzellen hier recht ansprechend, geräumig. Da kriegen wir alles drauf, unseren Bulli, unser Zelt. Wir können da gemütlich sitzen, wir haben Platz für die Fahrräder. Na, soweit alles gut. Was natürlich auch lästig ist beim Campingurlaub, ist Langeweile. Was gibt es hier so für Aktivitäten, die angeboten werden? Hätten wir zum einen hier diesen wunderschönen Surfshop. Kann man sich Kanus, Paddleboards und so ausleihen. Haben wir ausprobiert, macht echt Spaß. Der Gardasee ist nicht ganz so einfach zu paddeln, wie hier zum Beispiel der Staffelsee, auf dem wir zu Anfang unserer Reise paddeln waren. Aber macht richtig Spaß. Für die kleineren Gäste haben sie hier noch einen wunderschönen Spielplatz angelegt. Und hier ist auch abends immer noch Programm. Denn das ist das Einzige, was man so ein bisschen wissen muss hier, ist ein ganzer Animation. Waschräume gibt es hier ohne Ende. Duschen, Toiletten, alles was das Herz begehrt. Alles sauber, ordentlich, italienisch, aber wie gesagt, ganz gut gepflegt. Und man hat, glaube ich, von nirgendwo mehr als so 50 Meter Weg zu den Toiletten und den Duschen. Und das finde ich ganz gut, denn so muss ich die Chemietoilette nicht so häufig wechseln. Alles ganz sauber, alles ganz ordentlich. Italienischer Standard, ist kein schickes Bad oder kein schickes Klo. Aber sauber, was will man mehr? Campingküche kalt bleiben soll, kann man sich hier auch wunderbar verköstigen lassen oder einfach nur mittags seinen Cappuccino genießen. Wirklich sehr guten Cappuccino. Wie in jeder italienischen Stadt gibt es auch hier den traditionellen Schingel, Schangel und Gedönsladen, wo du alles Nützliche, aber auch Unnütze kaufen kannst. Von der Gasflasche bis hin zum Gummitier oder zum Gummiboot. Deutlich sinnvoller geht es dann hier dazu, denn der Campingplatz hat auch einen eigenen, ganz gut sortierten Supermarkt, wo es morgens frische Brötchen und den ganzen Tag frisches Gebäck und gekühlte Getränke gibt, ohne die übliche italienische Siesta, oder ist gar nicht italienisch, ist spanisch, ne? Aber ohne die übliche Mittagspause von 8 bis 20 Uhr, ist sehr körperfreundlich. Der Campingplatz ist in 2 Hälften geteilt von einer der größten Straßen hier am Gardasee durchzogen, der Gardesana. Und damit man von der einen Seite des Campingplatzes ganz sicher auf die andere Seite kommt, gibt es hier diesen kleinen Tunnel. Sehr praktisch. Eine sehr coole Poolanlage gibt es hier. Macht echt Spaß. Wie gesagt, alles in allem gefällt uns dieser Platz sehr gut, ist aber auch unser erster größerer Campingplatz. Das Einzige, was uns hier so ein bisschen stört, ist, dass es so ein bisschen animationsmäßig, ein bisschen Clubanlagenmäßig ist, halt auch ein Campingplatz. Aber ansonsten würde ich mal sagen, 7 von 10 Punkten.
oder? Ja.